herzlich willkommen zu Fedetec. Ihr habt ja gerade jetzt in dem Vorspann gesehen, was ich in den letzten Tagen gemacht habe, nämlich Clean9, die Reinigungs- und Abnehmkur, die genau 9 Tage dauert und ich fühle mich richtig, richtig gut jetzt. Ich bin in Topform und ihr habt ja gesehen, natürlich gehört Sport mit zu dem Programm dazu und vielleicht denkst du jetzt, wie schaffe ich das denn dann, jeden Tag Sport in meinen Alltag reinzubringen? Und da habe ich jetzt heute einen Vorschlag für dich, nämlich HIIT-Training. HIIT-Training dauert nur ganz kurz. Ich mache jetzt mit euch jetzt ein 10-Minuten-Workout. Da hast du wirklich ein intensives Kraft-Ausdauer-Programm und brauchst gar nicht so viel Zeit einzuplanen. Und vielleicht ist es auch was, was dir Spaß macht. Mir macht es total Spaß. Es trainiert deine Muskeln, es trainiert super deine Ausdauer. Du regst absolut die Fettverbrennung an und gibst deinem Körper nochmal so einen richtigen Power-Push. Und du brauchst wenig Zeit im Alltag für Training. Okay, wir machen ein kurzes Warm-up und dann kommen 8 Übungen, immer genau 50 Sekunden Belastung. Für das Warm-up beginnst du einfach auf der Stelle zu marschieren und pusht jetzt deine Arme hier mal schön nach vorne raus. Ja, hier in Schulterhöhe pusht du hier nach vorne. So, legen wir los. Dann mal nach oben die Arme, hochdrücken. Arme wieder nach vorne pushen. Und mal nach unten. Öffne jetzt mal langsam deine Beine, während wir marschieren. Lass die Arme hier, curl deine Beine hinten rück. Und wir nehmen immer einen Arm mit nach vorne mit. Super, das macht uns warm, damit du bereit bist für die 8 Minuten. Ich mache immer ein kurzes Warm-up im Vorfeld. Und du solltest schon sicher sein, dass du auf jeden Fall fit und gesund bist, um an meinem Programm teilnehmen zu können. Die Arme gehen mal nach oben hoch, seitlich hoch. Richtig ziehen. Zack. 8 Stück mehr. Okay, komm wieder ins Marschieren. Jetzt kommst du mal in so ein ganz lockeres Dribbeln. Hab wirklich das Gefühl, dabei schütteln sich deine Arme gut durch. Du belastest abwechselnd deine Füße. Rechts, links, rechts, links. Okay, und mit diesem lockeren Schritt kommst du jetzt mal vor zu mir. Und zwar 4-mal. 1, 2, 3. Hier, wir dribbeln wieder zurück. 2, 3. Dein rechter Arm geht mit, wenn du nach vorne gehst. 2, 3, 4 und zurück, der linke. 2, 3. Ein bisschen Koordination, nochmal rechter Arm. Dribbel weiter, komm vor. 3, 4, zurück. 1, 2. Ganz locker noch laufen, noch einmal. 4, zurück, 1, 2, 3. Okay, schüttel dich durch. Eine letzte Dehnung kommt noch. Streck dich mal ganz aus. Jetzt gehst du mit den Händen nach unten. Wanderst vor, genau in den Stütz. Eine lange Linie bilden. Und deine Fersen ziehen zum Boden. Langsam nach oben hoch. Und aufrichten. Das machen wir noch 2-mal mehr. Immer genau in den Stütz. Und das letzte Mal, dann geht's los. Okay, super. So, ich starte jetzt meinen Timer. Die erste Übung kennst du eigentlich schon. Und zwar dribbeln wir 4-mal nach vorne und 4-mal zurück, ja? Richtig schnelle Sprints, so schnell du kannst. Das ist unser erster Intervall. Und Zeit läuft, los geht's. Einfach so viel Platz, wie du zu Hause hast. Dribbel nach vorne, dribbel zurück. Ja, 1, 2, 3, 4. Einfach ganz schnell. Du kannst deine Knie da richtig nach oben hochziehen.
du in nur einen schnellen Skippinglauf kommst oder du gehst es noch lockerer an. Auf jeden Fall immer vorwärts, rückwärts. Super, weiter geht's. Okay, einmal kurz durchschütteln. Unsere zweite Bewegung ist ein Fingertap auf den Boden und abwechselnd einen Seitlunge. Ja, versuch den Rücken schön gerade zu lassen. Dein Kopf ist der höchste Punkt. Der hängt nicht hier unten rum. Du schaust schön nach vorne und tappst. Eben, dass hier unten so tief ist, der bleibt einfach hier oben an den Knien. Okay, zweiter Intervall. Ganz stabil sitzen.
hier die Knie zum Bauch ran crunchen und hier oben fängst du an und rotierst und deine Ellenbogen ziehen. Einmal rechts, einmal links Richtung Boden hinter dir und spüre richtig, wie du deine seitlichen Bauchmuskeln hier wirklich trainierst und deine Rückenmuskulatur muss richtig mithalten. Mach den Rücken lang. Wenn du die Beine anhebst, hast du die Beine mit dabei. Und unsere letzte Übung kommt. Die letzte Übung ist der Jumping Jack. Okay, super. Schüttel dich ein bisschen aus. Perfekt. Öffne deine Beine. Zieh den Arm hier lang. Und hier. Atme nochmal richtig tief ein. Und aus. Greif dir einen Fuß. Zieh den Fuß nach hinten Richtung Po. Atme tief. Und lifte hier dein Bein nochmal gerade nach vorne. Einmal durchschütteln, wechsel das Bein. Zieh jetzt den Fuß zum Po. Und das Knie noch einmal hier nach oben hoch. Sehr gut. So, und das war wie gesagt unser 8 Minuten HIIT-Training. Eine super Möglichkeit, wenn du mal einen Tag hast, wo du einfach nicht viel Zeit für Sport hast. Du merkst, wenn du mitgemacht hast, wie anstrengend das ist und du hast wirklich komplett deine Muskeln trainiert und wir hatten jetzt genau 12 Minuten Workout-Time. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Fat Attack und schau dir mein Clean9-Video an. Und alle Infos zu meiner Reinigungskur Clean9, ja, fit werden und den Körper und Geist in 9 Tagen in Topform bringen, findest du hier unten in der Infobox oder ich verlinke euch auch nochmal ein Video, wo ihr euch nochmal angucken könnt, wie das genau funktioniert. Ansonsten macht Sport, ernährt euch gesund, bleibt glücklich. Bis zum nächsten Mal bei Fat Attack. Ciao!